Ich probier's jetzt. Hä? Da sieht man sogar rein. Ich kann nicht drin stehen. Aber hä? Was? Mein Monitor ist gerade komplett weiß geworden. Bist du darüber so? Oh, ich habe einen genockt! Oh, nice. Mit dem Revolver? Ja. Nice. Da kann man alles verkaufen. Oh, noch ein 41er Hit. Ach, tut das. Hey Leute, hier sind wir auf und da bin ich von Deep Buddies Zocken und heute kam ein neues Update raus, Leute. Der Revolver mit Zielfernrohr ist jetzt da. Unter anderem gibt's auch jetzt wieder Gleiter-Redeploy als Item. Und was alles noch dazu gekommen ist, erzählen wir euch dann in der Runde, Leute, weil der Patch ist riesig und ich würde sagen, let's go. So Leute, los geht's. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal zu einem gechillteren Ort, damit wir euch alles erzählen können. Leute, zum Revolver selber. Der benutzt Sturmgewehr-Moni, macht 42 bzw. 44 Schaden und ist episch bzw. legendär. Warte, sind hier Gegner eigentlich gelandet? Ja, einer ist auf jeden Fall hier gelandet, der ist schon vor mir. Okay, ich komme mal kurz hoch, hast du nicht so viel Stress. Und Leute, den Revolver kann man auch überall finden, also da bräuchte ich keine Sorgen machen. Der ist am Boden, in Truhen, nice, du hast den in Vorratslieferungen und auch in Automaten. Was aber jetzt auch noch... Oh, warte. Ich habe das neue Item hier, aber ich helfe dir kurz mal. Ist tot. Nice, Mann. Ja, das neue Item wollte ich gerade ansprechen. Gleiter Redeploy, Leute, hat man hier 6 solche Sachen zum Einsetzen. Und wenn man das im Inventar hat, kann man halt den Gleiter wieder aufspannen und damit rumfliegen. Es wird dann jedes Mal, wenn man das macht, einmal abgezogen. Ich gehe einfach mal in die Luft und ich glaube 10 Ladungen, oder? Habe ich ja gesagt. Eine wird abgezogen, wenn man... Ja, du hast gesagt, es hat 6 Ladungen, glaube ich. Ja. Egal. Leute, ihr seht 10 hier unten. Ich habe ihn wieder aufgespannt, wird eine abgezogen und dann haben wir das Ganze wieder am Start. Ich glaube, dass sie haben auch gesagt, das wird in Zukunft richtig noch gebalanced, weil die haben das jetzt mal reingepackt und werden sich die ganzen Stats angucken von dem Ganzen, ob das so passt, ob die jetzt mehr Ladungen brauchen, ob die weniger Ladungen brauchen. Weil ihr wisst, es ist ein bisschen zufällig, ob man das ganze Item dann findet. Und wenn dann ein paar Leute das haben, dann könnte das relativ stark immer sein. Also ich weiß nicht, ob das dann wirklich als blaues Item bleibt oder vielleicht sogar episch oder legendär wird. Weil es ist schon was Krasses und ich glaube, das wird auch jeder benutzen, Leute. Ja, ich muss sagen, ich finde es mega cool, weil man hat ja immer so den Stress mit den Zonen. Und wenn man und das Item hat, hier nochmal, man kann es nicht wieder neu aufladen. Ja. Also man muss wirklich, bei den Ballons war es so, dass man jetzt mittlerweile das so machen konnte, dass man die stacken konnte, so auf die Art. Aber bei denen hier muss man tatsächlich den komplett neuen Stack wieder aufsammeln. Und ich gönne mir mal einen Chuck-Chuck. Ich kann dir auch einen großen Schildtrank dann geben, wenn du Bock hast. Jo, wäre nice. Aber ich find's geil, mit dem kann man sich so schnell fortbewegen, zu Gegnern hinpushen, von der Zone in die in den Kreis quasi rein und so. Also echt nice. Ja, von außerhalb. Ja. Und ja, Leute, es sieht so aus. Sie haben auch noch so viel anderes geändert. Unter anderem ein paar Farben geändert von den Ballons. Die sind jetzt nicht mehr lila, sondern blau. Dann noch von den Stinkbomben. Die sind auch von lila zu blau gegangen. Dann... Was haben wir noch alles? Genau, die Scope da, ja. Ja, ist auch interessant. Ich meine, ich fand die schon immer nicht, dass die ein episches Item waren, weil es halt wirklich bessere epische Sachen gibt. Die sind jetzt halt runtergestuft worden, alle um einen Grad, also sind jetzt grün bzw. blau. Ist auch ganz nice so. Ich weiß nicht, haben die, warte, haben wir das aufgeschrieben? Nee, von denen haben die die Häufigkeit nicht geändert, also wie oft man sie am Boden findet, sondern nur die Farbe. Ja. Ich kann auch noch einen großen Schildtrank hier kurz droppen. Ja, ja, wäre nice. Da unten ist auch noch eine goldene Shotgun, ja, in der Box. Das brauchst du. Ich nehme die Bandages mit. Bandages, komm. Und ja, was haben die noch, Leute? Wir haben da alles aufgeschrieben. Du kannst dir mal das Inventar kurz öffnen und die neue Munitionsanzeige zeigen. Genau, Leute. Da haben die weißen Bilder weggegeben und jetzt die, wie sie am Boden angezeigt werden, reingeballert. Weil, Leute, so erkennt man halt wirklich das Ganze viel einfacher, was ist. Man muss nicht so genau gucken, war längst überfällig und ist gut, eine echt gute Änderung. Was die auch noch gemacht haben, sind die Drop-Raten von ein paar Items geändert, also unter anderem Lagerfeuer, Fallen, Minigun, Sniper. Dann haben die noch die First-Shot-Accuracy bei Seilrutschen und bei dem, wenn man rumschlittert, gefixt. Das war nämlich jetzt lange Zeit nicht drin. Wir haben gedacht, das war mit Absicht so, aber anscheinend war das ein Bug und das ist jetzt behoben worden, also auch ganz nice. Und was richtig krass ist, ja, Minis, genau. Hat man nicht mehr 10 Stück, die man stacken kann, sondern nur noch maximal 6 Stück. Das finde ich richtig krass. Ja.
Und was haben wir noch? Ja, im Creative-Modus gab es richtig viele Änderungen. Was auch nice dazugekommen ist, das zeigen wir euch mal kurz. Genau, du baust es schon auf. Warte. Ihr seht schon, Leute, hier, bei mir sind zwei Wände, eine unten und eine oben. Ja, und ja, wenn 70% die Boden sind, so in etwa, dann wird eine Gratiswand darüber platziert. Also das sorgt halt dafür, dass sich die Leute nicht mehr ändern, dass die Wand einfach nur im Boden ist. Haben sich viele schon seit Ewigkeiten gewünscht. Und jetzt haben die die einfach mal reingemacht. Und das ist eigentlich perfekt. So, und was auch noch geändert worden ist, Leute, wenn ihr jetzt bearbeitet, ist das nicht mehr abhängig von eurem Peng, also von eurer Verzögerung, sondern es wird sofort bearbeitet. Und das hat halt viele Leute vor allem ein bisschen genervt, unter anderem mich, weil ich nicht den besten Ping immer habe. Ich habe keine Ahnung, von wo die gesniped haben, sind noch weiter weg. Und ja, was haben wir noch an Änderungen? Ich glaube, das war's auch schon. Also es gab so viele Änderungen. Mhm. Ich muss sagen, ich fand den Patch echt hammergeil. Ich würde sagen, Leute, wir holen uns jetzt auf jeden Fall auch noch den neuen Revolver und dann gibt's ein bisschen Action damit. Oh, warte, hinter uns fliegt einer. Lol. Der andere kommt auch zu mir. Ja. Ist down. Perfekt. Nice. Okay, vielleicht hatte ja einer von den beiden da den Revolver. Die sind schon in Blau am Start. Ja. Ich gebe mir kurz die hier. Ich nehme mir auch die Minis mit. Ich höre sie! Ja, im da Südwesten. Oben Südwesten. Komm, warte. Vielleicht bekommen wir die. Hey, was fliegt da oben? Hä? Hey, was ist das? Hä? Hä? Was ist das, Mann? Hey, ich hatte das noch nicht gesehen. What? Okay, wir müssen da hin. Da müssen wir unbedingt hin. Und da waren, glaube ich, auch die Gegner von da oben, die ja, geballert haben. Ja, die haben auch geballert. Ja. Okay, wir sind eigentlich ganz nice equipped. Ich habe auch noch ein Jump Pad. Also, ja, ich würde sagen, let's go dahin. Ach ja, Leute, bei den Snipern wurde auch noch was verändert. Und zwar sind jetzt alle anderen Sniper von der Flugbahn geändert worden. Also, die haben jetzt alle die Flugbahn der Heavy Sniper, der schweren Sniper. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr so weit vorziehen und die Kugel droppt nicht mehr so weit nach unten. Solltet ihr auf jeden Fall im Kopf behalten, wenn ihr jetzt mit den alten Snipern, die nicht die Heavy Sniper sind, schießt. Leute, wir sind hier oben bei dem Teil und da vorne sind auch noch Gegner. Och, ich habe ja nicht mehr meine Ding. Komm. Wo ist er denn? Down. Oh, nice. Das ging schnell. Der hatte die Waffe! Oh, let's go, da ist der Revolver! Okay, dann nehmen wir statt was? Ich nehme die statt der SMG mit und die nehme ich mir auch. Perfekt. Ich würde sagen, das ist ja eigentlich ein nices Inventar, Leute. Jetzt sehen wir die. Okay, wie eine Scope da eher gefühlt. Und hat, glaube ich, immer First Shot Accuracy, wenn man reingescoped ist. Also ich hoffe mal nicht, dass das so wie die früheren Scope da eher ist, dass die nicht alles immer zu 100% trifft, wenn man sich bewegt. Ich würde sagen, wir fliegen mal kurz zu dem Eisteil da hoch, okay? Ja. Okay. Komm. Oder ich wollte mich hochbauen, ich probier's mal so. Also, ja, ich kann auch hochfliegen. Komm, hoch da. Und, was ist das? Ich denk mal, warte. Kann man da oben stehen? Ich probier's jetzt. Hä, da sieht man sogar rein. Ich kann nicht drin stehen. Aber hä, was? Mein Monitor ist gerade komplett weiß geworden. Achtung, maximale Bauhöhe. Ich war da gerade da. Was ist das? Jetzt mein Ernst. Ich hab gar keine Ahnung, Mann. Kann man hier darunter kann man bauen? Guck mal, ich sehe gar nichts mehr hier. LOL! Okay, ich vermute mal, das hat jetzt was mit Season 7 bzw. vielleicht dann schon Season 8 zu tun. Ja. Und da wird jetzt die nächsten Wochen noch was passieren mit dem Teil. Aber was zum Teufel ist das? What, ey? Okay, wird die ganze Map zu Eis? Ey, ich weiß es nicht. Okay, nice, okay. Ich würde sagen, wir gehen weiter in die Action, oder? Ja, ab in die Zone. Ich will jetzt die neue Waffe auch ein bisschen testen. Jungs, kurze Werbeunterbrechung. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns unterstützen mit dem Supporter-Creator-Code Hauptner einfach im Shop eingeben. Und ja, das war's eigentlich schon. Ich würde sagen, jetzt geht's weiter. Leute, wir sind ja auch nochmal in Tilted. Es verändert sich wirklich so viel gerade mit dem Update. Wir sind wieder aus ihren Weihnachtsferien zurück, Leute. Tilted, seht ihr das, Leute, das Gebäude hier? Ist auf jeden Fall interessant. Ich gucke da jetzt mal rein. Es ist wahrscheinlich noch nicht zu 100% fertig. Ja, man sieht auf jeden Fall hier, dass noch gebaut wird. Aber es hat Gegner bei mir verändert. Ja, ich komme sofort. Wo genau? Hinter mir oder so. Okay. Bin noch ein Stück weg. Ja, ich sehe den da oben. Na komm. Spielen wir mal mit dem Revolver-Hit. Er ist auf jeden Fall runter. Er kommt wieder hoch. Okay. Okay. Ist der alleine? Ich bin mir nicht sicher. Ja, zwei Stück. Nein, auf jeden Fall. Er hat's auch probiert. Komm schon, zeig dich. Er ist runtergegangen, der eine. Okay.
Wo ist er? Hinter dir! Hinter dir! Ist genockt. Nice. Wo ist und der Sniper, glaube ich, noch ein anderer. Der ist ja, ganz nach unten geflogen, das habe ich gesehen. Der andere hat aus Osten oder so gesniped. Ja. Soll kein Problem sein. Warte, die Schildtränke hast du aufgehoben, oder? Willst du mir einen droppen? Ja, die. Ja. Perfekt. Und muss ich sagen? Oh! Aber das Bearbeiten, das merkt man direkt, das ist gar nicht. Ja, klar, mach mir doch nicht! Oh, ey, hallo, hallo! Ja, chill doch! Klar, das merkst du sofort, vor allem ich mit meinem Ping. Ich denke nur so, what? Also, jetzt muss ich mal wirklich. Komm, zeig dich. Ich muss meine Sensitivität auf jeden Fall, glaube ich, ändern. Mann, die peaken nur kurz. Wollen wir in die Zone einfach? Ja. Ist fast besser. Ich gönn mir hier ein Jump-Pad. Bist du darüber so? Oh, ich hab einen genockt! Oh, nice. Mit dem Revolver? Ja. Nice. Da kann man alles verkaufen. Oh, noch ein 41er-Hit. Ach, tut das gut. Wollen wir rüber? Komm, rüber da. Ja. Komm mit. Der darf jetzt nicht reviven. Die sind auf jeden Fall low. Wir hatten da auch einen Fight und da kommen noch mehr rein. Siehst du das? Da ist einer außerhalb, der da hochläuft. Ja, den sehe ich gerade. Die sollten alle down gehen, Mann. Ja, der hat Gleiter Redeploy auf jeden Fall am Start, so wie er baut. Ja, war klar. Hinter uns ist dann auch noch einer. Hat einen Hit, weak, one shot. Ja. Achtung, da ist noch, sind noch welche. Da waren noch welche außerhalb eigentlich. Er ist down. Ja, nice, ich höre dir jemanden. Hey, kommen die nicht mehr rein? Krieg's nicht. Sind die da gestorben? Ich hab den da genockt, aber ich hab den Kill nicht bekommen. Hä? Na gut, ich würde sagen. Sure, ich hab hier jemanden bauen gehört. Ich weiß nicht, vielleicht sind die hier unten rein, aber. Oder gestorben? Kein Plan. Hä? Ja, vielleicht sind die. Vielleicht hat er ihn wiederbelebt und dann sind beide in der Zone gestorben oder so. Kann gut sein, gut sein. Okay, ich nehme mir mal kurz hier die und den goldenen Revolver. Sehr nice. Da war auch noch ein Raketenwerfer, willst du nicht? Nö, komm, lass die Gegner da oben holen. Okay. Also ich muss sagen, ich glaube auf Distanz ist das schon eine geile One-Shot-Waffe und könnte ein paar Sniper ersetzen. Ja. Also das gefällt mir das Teil. Ich möchte mal hier ein paar Revolver-Shots wieder reindrücken. Komm schon, Jungs. Wo ist er denn? Hinter dem Baum. Hat noch Schild. Okay, perfekt. Nice. Läuft gut, also ich glaube, Leute, es ist auch eine geile Waffe, die man so abwechselnd mit der Shotgun zum Schießen benutzen kann. Also ich meine, klar, man braucht da wieder haufenweise Lack, damit der Shot connected, aber gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich würde sagen, ab in die Zone, oder? OP ist das mit dem Gleiter-Redeploy, man, ja. Ich werde das hart, das ist also, zu krass. Ich bin mir sicher, die werden da noch was ändern, dass es entweder nur fünfmal benutzt wird oder dass es seltener wird, weil es hat, glaube ich, derzeit einfach jeder. Da könnten sie rein theoretisch dann im Grunde auch wieder normales Redeploy reinmachen. Gegner im Westen. Mhm, okay, ja, ich sehe sie. Hey, der ist runter, oder was? Die kommen da. Ja. Die bauen sich wieder ein. Einer ist wieder nach unten. Und da rechts drüben hat noch einen Hit. Ja. Der andere pusht mich. Wird schwierig für mich. Ich hab den genau. Ja, ist sauber. Ich will den noch mit Revolver eigentlich töten. Aber wenn der die ganze baut, ist schwierig. Der kommt halt safe nicht in die neue Zone dann rein. Stirbt wieder an der Zone. Okay, der Revolver macht echt null Damage durch das ganze Zeug durch. Na komm. Er baut sich ein Lagerfeuer. Fälle runter. Nee, Mann, bau dich nicht immer ein. Ich will Laskin Revolver. Komm, ich hoffe, der ist gut genug, dass er da hochkommt jetzt. Das wird kritisch für ihn. Es wird sehr kritisch. Ich glaube, er stirbt. Ich glaube auch. Ich lass mich mal töten. Warte. Dann hast du noch eine Chance. Nee, nee. Nein! Er hat mich ausgebaut. Krass. Er ist tot. Ah. Ja, moin. Dann war es halt doch kein Last Revolver Kill. Aber, Leute. Ihr habt ihn in Action gesehen, er ist echt nice, auf Range kann man ihn gut verwenden und ich glaube, das Peaken wird jetzt umso gefährlicher, wenn ihr einen Tower baut und ja, Leute, Patch gefällt mir, kann ich mich nicht beschweren, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Like da lassen und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video, haut rein und ciao! Ciao!